Alter Schwede, was war... Was war das für ein Text? Es war also die Erklärung, was jetzt passieren wird. Okay. Gewicht 20 Kilogramm. Ist ja gar nicht so schwer. 95 Kilo. Kisten ausgelassen. So, auf jeden Fall. Sieht so aus, jetzt kommen wir langsam zum Ende, wa? Wenn wir jetzt schon gegen die... Das eine der zwei Zwillinge gekämpft hat, haben. Das eine Zwilling. Gegen den einen von den zwei Zwillingen. Es ist wieder Text, das... Der MFU 68, naja. Arbeiter kommt häufig in Gefängnissen zum Einsatz. Wir kennen die ja, also. So. Da ist noch ein Safe Point. Da ist noch ein... Zugang gewährt. Wahrscheinlich das letzte Mal unser Roboter. Habt ihr gerade auch was gehört? Ich hab gerade irgendwie was gehört. So, dich nehme ich raus, dich nehme ich raus. Und den Rest füllen wir jetzt. Ich mache jetzt nur noch die großen rein. Ich meine, jetzt haben wir es ja. Die Munition und so lasse ich erstmal drin. Erstmal. Wird wahrscheinlich der letzte Kampf sein. Vielleicht. Man weiß es nicht. Aber kommt so rüber. Granaten haben wir. Schrot haben wir genug. Der Rest selbsterklärend. Nochmal speichern und dann gehen wir da rein. Los geht's. Die Zwillinge und Zetschenov. Teller mit dem Handschuh. Achso, ja, wären die Zwillinge ran, oder wie? Boss! Beschützen. Nun, Chariton, bist du stolz auf dich? Larissa, Sinaida und du wart ganz schön fleißig. Aber Sergei, ich dachte nicht, du würdest wirklich so naiv sein, mein Junge. Sei still! Du hast mein... Gedächtnis gelöscht! Bin ich ein Spielzeug, so wie alle im Kollektiv? Was glaubst Beruhige du, wer du bist? Dich, Sergei. Ich sehe schon, du bist sehr aufgebracht. Ich kann es dir nicht verdenken. Aber du, Chariton, du solltest dem Jungen helfen, nicht an seinen Fäden ziehen. Ich? Jetzt gibst du mir die Schuld? Wer beraubt denn hier jeden seines freien Willens und macht ihn zu einer Puppe? Und es war nicht mein Wunsch, ein sprechender Glibberhaufen zu sein. Du bist doch froh, dass es passiert ist. Du benutzt jeden, um dein Ziel zu erreichen. Auch mich und deinen Agenten. Gib es zu! Ich hatte euch beide verloren und eure Leben gerettet. Ihr seid beide wissenschaftliche Wunder. Du bist mein bester Freund, Chariton. Und der Major ist für mich wie ein Sohn. Dann sind diese beiden wie deine Töchter? Und all jene, die du mit dem Kollektiv verbinden willst, deren Verstand du kontrollieren wirst, was sind sie für dich?
Millionen Pflegekinder? Sie sind doch alle nur Schrot für deine Mein Mühlen, Wunsch für die Menschheit war eine fantastische Zukunft. Unvorstellbare Errungenschaften. Mein Wunsch war ein Weg zu den Sternen. Haltet das Maul, beide! Und Hände hoch! Du sagst ihnen jetzt, sie sollen zurücktreten. Ich zähle bis drei. Eins. Ein Jammer. Zwei. Ein Jammer, dass du die Situation eskalieren lässt, ohne eine friedliche Lösung zu suchen. Aber du stehst dem Fortschritt nicht im Weg. Rechts, links, vernichten. Es geht los. Mit geiler Musik vielleicht? Aua. Aua. Aber auch irgendwie sexy. Nein, ich wusste nicht, dass ich drücken muss. Aua, 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 aua. Bin ich jetzt tot? Aua. Ja, ich bin tot. Scheiße. Ah, so ein Kack. Okay. Schaffen wir. Ich weiß, überrascht. Ich hatte meinen Finger schon auf Kamera wieder anschalten und dann habe ich nicht gedacht, dass ich jetzt... Aua. Aua. Aber auch irgendwie sexy. So, reicht. Na 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 na. Das ist jetzt ein bisschen. Ich hab nicht so einen Fetisch, Mann. Reicht jetzt. Aua! Au. Was? Au. No. Au. Reicht jetzt! Au! Seit wann können die fliegen? Können die schon immer fliegen? Oh, scheiße. So. Können wir jetzt endlich mal... Was um alles in der verdammten Welt ist das? Gib nicht den Maschinen die Schuld. Ach, verdammte Scheiße. Was? Das sind kalte, harte Fakten. Okay, warte, machen wir so. Genau das will ich weg. Und einfach mit geladener Waffe. Freundschaft. Der Respekt. Was ist mit deinem Respekt für alle anderen? Jetzt ist die schon blau. Bleibt die jetzt den ganzen Kampf über blau? Also in ihren Supermodus? Sobald ich Kollektiv 2.0 starte. Hör auf damit! Einer dieser Roboter ist also Ekaterina Nechaya. Die Frau, an die ich mich nicht erinnere? Welcher? Beide sind er. Ich wollte Blessner ins Leben zurückholen. In Stücke gerissen war. Ich wollte ihre linke und rechte Hemisphäre. Ich schieß da einfach. Was jedoch zu kompensieren war. Was zur Hölle? Aber warum? Du malträtierst schon die Lebenden. Konntest du nicht wenigstens die Toten in Ruhe lassen? Wo ist der? Wo ist sie? Du blöde Kuh. Das reicht jetzt. Ich bin bereit zu glauben, dass du zu meinen Besten gehandelt hast. Aber warum konntest du es mir nicht einfach sagen? Mir war nicht klar, was ich tun sollte. Jetzt wäre es richtig, die Zwillinge zurückzupfeifen. Okay, also die bleiben nicht in ihrem Modus. Aber sie kämpfen. Wir machen erstmal die eine Code hier unten. Bam. Scheiße. Ey, ihr seid ja ein guter Teamspieler. Aua. Aua. Dimitri sagt, dass ich verletzt werde. Du wirst der Nächste sein, Major. Finde mich. Willst du wirklich deine eigene Frau töten, Sergei? Reicht jetzt langsam. Wie hat die da oben eigentlich so viel Schaden genommen? Ich hab die doch nie angegriffen, oder? Nein, Mann! Warum? Au, zu früh. Aber die heilt sich wieder. So, reicht jetzt.
Aua. 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 Au. 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 Der schafft es nicht. Oh, mörderische Schönheit. Errungenschaft freigeschaltet. Alter, was sind das für krasse Frauen, ey. Also Roboter, Frauen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Du elendes Sergei, Stück du verstehst Scheiße. Das nicht. Chariton manipuliert dich. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du nicht böse bist. Er erlangte Zugang zu dem Voskhod-Modul in deinem Gehirn und sandte dich ins Limbo. Ich hatte es nicht gleich bemerkt, da ich mit dem Kollektiv-Update beschäftigt war. Er war es, der Molotow getötet hat. Sag mir, Chariton, hast du Dr. Filatova dasselbe angetan? Hast du meinen Agenten benutzt, um sie zu massakrieren? Ich hab genug von deiner Heuchelei, Dimitri. Ich hab deine ganze Schmutzarbeit für dich erledigt. Aber warum musst du? Ich habe Angst, dass sich jetzt alles wendet. Warum hast du das getan? Du Mistkerl, die ganze Zeit. Ich hab genug von dir, Major. Deine Arbeit ist getan. Oh, Scheiße. P3, mein Junge. Steh auf. Steh auf. Was? Okay, das ist jetzt krass. Ist das krass? Was willst du? Ich will, dass dies alles endet, Dimitri. Ich will, dass deine erbärmliche Menschheit erkennt. Sie hat keine Zukunft. Es ist Zeit, zurückzutreten und Platz zu machen für die nächste Phase ihrer Evolution. Was? 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 Wird ja immer krasser hier. Chariton, du bist abgrundtief böse. Setschenov, warum hast du mir nicht gleich alles erklärt? Was hast du mit der Menschheit vor? Und mit Kollektiv? Du solltest nicht etwas als böse bezeichnen, nur weil du es nicht verstehen kannst. Das Böse ist ein abstraktes Konzept. Dein Denken ist limitiert. Du bist ein Mensch. Eine Spezies, die bald ausgestorben sein Scheiße. Wird. Das wurde mir klar, als ich selbst aufhörte, menschlich zu sein. Deine Limitationen hindern dich daran, die Wahrheit zu sehen. Die dummen Menschen wollen sich nicht weiterentwickeln. Alles, was sie wollen, ist, es sich bequem zu machen, auf Kosten anderer. Du wolltest dich nie dem großen Netz anschließen? Nein! Halt, Chariton! Nein! Ich hab's mir anders überlegt. Wir wurden die ganze Zeit verarscht. Unfassbar. Agentum-Einheit betrat Dr. Setschenovs Büro, fand jedoch keine Spur von ihm.
teilweise rekonstruierten Aufnahmen zufolge scheint sich das humanoide Neuropolymer-Objekt Dr. Sechenovs Leiche genähert und sie völlig verschlungen zu haben. Nach den im Bericht beschriebenen Ereignissen verließ das unidentifizierte humanoide Polymer-Objekt Dr. Sechenovs Büro und verschwand. Oh. Schöne Scheiße. Ist doch schön hier. Hier bleiben wir jetzt ein ganzes Leben. Oder mehrere. Vielleicht sind wir jetzt unsterblich. Wow. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Konnte ich entscheiden, ob ich ihn töte oder nicht? Wurde ich gefragt und konnte mich entscheiden? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Also, Sechenov. Oh, Mist. Krass. Also ich muss wirklich sagen, krass, das Ende habe ich jetzt überhaupt nicht so mitgerechnet. Ich dachte ja auch, dass Oma Sina gar böse ist. Aber die war ja eigentlich nur unsere... Special thanks to Business Angels. Ich lasse die Musik durchlaufen erstmal, weil hört sich geil an. Bis gleich. Thank you.
дождешься него, не выходи, не выходи. Naja, hier gibt's ja... Oh, nee, das ist aber zu laut. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, hier gibt's ja kein Gesang. Da kann ich auch reden, aber... Uiuiuiui. Ja, auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel. Ich muss aber ehrlich sagen... Ich hätte es mir lieber linear. Also das Spiel wäre linear, glaube ich, noch ein bisschen besser gewesen. Diese Open World, die war halt... Die war ja auch nicht übertrieben groß oder so, aber die... Durch die ganzen... wie nennen die? Na, diese Bunker, diese Test-Dinger. Das hat einen dann doch wieder ganz schön aus dem Spielfluss gebracht. Und... Wenn ich mir das jetzt so recht überlege, die Story an sich war gar nicht so lang, ne? Wir sind ja, sobald wir in dieser riesigen Open World waren, sind wir kurz in da wo du die Spiegel erstmal einstellen musstest, da rein, haben dann den Roboter zusammengebaut. Dann sind wir weitergefahren zu Testgelände 8 war das, glaube ich. Wo man kurz Filatova und den anderen da ein bisschen kennengelernt hat, dann ins Theater, über die Brücke und jetzt zum Ende. Also, es war nicht übertrieben viel storymäßig.
Also irgendwie wurde es dann doch ein bisschen mit der Open World halt extrem gestrickt. Aber trotzdem hätte ich mir halt doch eher... Ja, die Open World, wie gesagt, hat viel von diesem Storyfluss genommen. Aber ansonsten, also das Spiel war trotzdem super, hat mir auch mega gut gefallen, hat Spaß gemacht. Die Fähigkeiten waren cool, hat wirklich ein bisschen an Bioshock erinnert. Das mit den zigtausend Gegenstände looten, ja gut, gehört halt dazu. Und an sich mit dem Wissen von jetzt würde ich es trotzdem auch in der Vergangenheit nochmal spielen. Die ganzen Roboter in der Open World war mir manchmal auch ein bisschen zu übertrieben. Gerade wenn du dann auch einen Alarm ausgelöst hast und dass die andauernd wieder repariert werden und respawnt. Aber wie gesagt, ich würde es wieder spielen. Und damit haben wir jetzt auch Atomic Heart abgeschlossen. Sogar theoretisch. Nee, noch nicht. Also Hogwarts Legacy wird gestern zu Ende gewesen sein. Atomic Heart heute. Und Sons of the Forest werde ich auch dann langsam mal in Richtung Ende gehen. Und dann mal schauen, was das nächste Spiel wird. Ich habe schon bei Hogwarts Legacy gesagt, ich werde nicht mehr so viele Let's Plays gleichzeitig laufen lassen. Ich werde es wahrscheinlich auf ein, höchstens zwei beschränken. Und dann zwischendurch auch mal Best-Offs und andere Videos mit Mehrspieler und so mit hochladen. Und mit Livestream auf Twitch wahrscheinlich demnächst mal anfangen. Jeder ist gerne dazu eingeladen. Und ja. Dann ändert sich ein bisschen was auf dem Kanal. Die Shorts bleiben, 4 Shorts am Tag. Bis ich ein bisschen eingeholt habe und wahrscheinlich wird es auch weiterhin so bleiben. Shorts muss ich aber wirklich sagen, die nehmen sehr viel Zeit ein. Die Endscreens bleiben weg. Also keine Endscreens mehr. Und dann gehen wir mal in eine neue Richtung. Take One. Korbachs. Mike Vasilev. Wladimir Bondarchuk. Surfside 3D. Animation. Also das, was auf dem Fernseher läuft, oder was? Die ganzen Cartoons. Fand ich übrigens süß. Also, ja, klar, wiederholt sich irgendwann, aber war trotzdem gut. MKH Animation. Hughstone.com.
TV, CGF, Riot Lock, English Team, French Team, Italian Team. German Team, Roland Austinat, Mareika Haug, Lorenz Hommers, Johannes Irmer, Sonja Kroll, Heinrich Lennart, Ulrich Onken, Gerard Petsch, Gesine Preuser, Isabel Sterner, Konstanze Vogel. Spanish Team, Polish Team, Ukrainian Team, Brazilian Portuguese Team und so weiter. Korean. Ich fand auch die Synchronisation echt gut, muss ich sagen. Echt gut gemacht. Szenen da drin waren auch echt gut. Art Vostok. Und grafisch war das Spiel eine Granate. Also kann man nichts anderes sagen. Ich habe es mir zwar irgendwie anders vorgestellt. Also ich dachte es gar... Zumindest von den Berichten dachte ich, bevor das Spiel rauskommt, dass es mehrere Open Worlds gibt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es jetzt eine ist, wo man dann halt, ja, ein bisschen was machen kann mit den Testgeländen, ein bisschen was entdecken kann, eine schöne Aussicht hat, klar. Aber es gab ja so viele von diesen, ich sag mal, Propellerplaneten und wir waren ja an sich nur auf zwei. Und den ersten war ja eigentlich nur das Intro. Danach sind wir auf den zweiten geflogen und da waren wir ja eigentlich die ganze Zeit drauf. Außerdem frage ich mich, wie der Rest der Welt aussieht. Ich meine, man hat ja schon gesehen, dass die Roboter ja in ganz andere Länder auch geschickt wurden. Aber jetzt waren wir ja eigentlich nur in ich sag mal, russischen Gebieten. Focus Entertainment. Deswegen, also, wäre mal trotzdem interessant, echt zu erfahren, wie das da auf den anderen Ländern lief. Da muss es ja dann auch dazu gekommen sein, dass die alle um sich geschossen und angegriffen haben, oder? Die Roboter? Die Kämpfe waren auch extrem cool. Hat wirklich immer Spaß gemacht. Aber... war dann manchmal auch zu viel. Also gerade dieser dieses komische Tentakelvieh, dass das auch immer wieder als Bosskampf angezeigt wurde, das fand ich ein bisschen so, ja okay, schon wieder der. Erst alleine, dann kam er immer mit Freunden. Aber trotzdem, das Kämpfen hat mega Spaß gemacht. War auch immer geil inszeniert. Man kam manchmal echt ins Schwitzen. Und an sich wirklich das Spiel selber wunderschön. Geiles Gameplay. Nur ein bisschen zu open-worldig, dass man die Geschichte halt verliert, weil es gab ja auch keine wirklichen Nebengeschichten. Man hätte wenigstens dann noch richtig Nebengeschichten einbauen sollen. Ansonsten ist man ja einfach nur von Ort zu Ort gereist in der Open World und hat Sachen eingesammelt, mehr nicht. Naja, so ist das. Gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Eine angenehme Woche, einen angenehmen Tag. Je nachdem, wann ihr schaut, frohe Weihnachten,
gesundes Neues. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel oder bei den anderen Spielen, also hier bei Sons of the Forest, was noch nebenbei läuft. Mal gucken, ne? Und dann sage ich jetzt ciao, ciao und lass es noch zu Ende laufen. Bis dann. Irgendwie merkwürdig, dass die Musik jetzt einfach weg ist. Aber das wird dann wohl bedeuten, dass es gleich zu Ende ist. Die Musik war geil, übrigens. Muss ich ja noch sagen. Ich habe ja nicht diesen Streamer-Modus angemacht. Ich schätze mal, dann hätte ich andere Musik gehabt. Aber die Originalmusik, die hier drin war, muss ich echt sagen, hat mir gefallen. Vor allem in den Kämpfen, was dann zwischendurch kam. Und jetzt auch in den Credits fand ich echt, echt Hammer. Copyright. So, damit sind wir wohl durch. Also, bis dann.